Eine Raumgeometrieaufgabe. Es war klar, dass man bei der Zeichnung da hier den rechten Winkel nur bei der Höhe haben kann. Also nur beim rechten Winkel kann man ja verzerren. Deswegen war auch klar, dass das eigentlich nur dran sein kann. Es gilt ja allgemein bei diesen Dreiecken und Vierecken, dass man immer nur bei rechten Winkeln verzerrt. Und beim gleichschenkligen Dreieck, wenn man da die Formelsammlung aufmacht, sieht man, dass der rechte Winkel hier bei der Höhe, nämlich genau in der Mitte von der Strecke BC, auftritt. So, und jetzt sollen wir da einige Berechnungen anstellen. Zum Beispiel den Winkel Delta, das ist dieser Winkel SDA. SDA liegt in einem Dreieck eigentlich. Das ist nicht rechtwinkliges, aber wir finden denselben Winkel auch in einem rechtwinkligen Dreieck. Das so als Tipp immer am Anfang. Erstmal noch schauen, ob der Winkel vielleicht noch in einem rechtwinkligen Dreieck drin ist. Und in dem rechtwinkligen Dreieck haben wir eigentlich zwei Größen. Wir haben diese hier mit 3 cm und diese hier mit 10 cm. Und das sind Gegenkathete und Ankathete. Also kann man Tangens verwenden und damit auflösen nach Delta. Die Strecke SD ist dann etwas leichter. Die hat ja einen Pythagoras in genau diesem rechtwinkligen Dreieck. Wir haben diese Seite schon, wir haben diese Seite schon und dann können wir das eben auch bestimmen. Ganz am Anfang geht es meistens immer über rechtwinklige Dreiecke. Also da immer gucken, ob man nicht gleich eins findet und nicht gleich in einem Dreieck loslegen, das dann keinen rechten Winkel hat. Die Aufgabe 3.3 ist etwas kompliziert, weil einfach viel Text drin steht. Was man sich rauspicken muss, ist dabei immer, wo ist der X-Wert? Also da steht jetzt ja irgendwo dann später, dr ist x. Und dieses x ist 5 cm oder 5 Längeneinheiten. Das heißt, hier muss ich irgendwo auf der Strecke SD 5 nach oben gehen und dann habe ich mein r. Hier habe ich es auch schon. Das machen wir als erstes. Die Strecke ds natürlich einzeichnen und den Punkt r hier einzeichnen. Und wenn man jetzt weiterliest, liegen Punkte p auf der Strecke bs und die Punkte q auf der Strecke cs. Und die müssen parallel zu bc sein. Also kann ich eine Parallele hier durchzeichnen und dort, wo das Ganze schneidet, liegen die Punkte P und Q. Das ist tatsächlich etwas schwieriger einzuzeichnen. Deswegen muss man bei solchen Aufgaben immer ganz genau arbeiten. Es gibt zwar wenig Punkte, aber man sollte sich da Mühe geben und immer zuerst schauen, wo ist der X-Wert. Ja, und dann sollen wir noch das Einzeichnen und den Winkel DAR berechnen. DAR, in dem Fall DAR1, also nicht in Abhängigkeit, sondern nur den Winkel. Dieser Winkel hier bei A, der liegt ja in diesem Dreieck DAR1. Und dieser Winkel liegt gegenüber von der Seite hier. Das sind ja 5 Längeneinheiten gewesen. Also können wir doch zum Beispiel Sinus von diesem Phi zu 5 verhält sich wie. Und den einzigen Winkel, den wir noch kennen, ist der hier zu der Seite. Also stellen wir das mal auf. Problem ist, wir hätten natürlich diese Seite gehabt, aber auf den Winkel da oben kommen wir nicht, weil wir haben ja nur einen Winkel in dem Dreieck, also müssen wir jetzt noch irgendwie schauen, auf AR1 zu kommen. AR1, diese Strecke, die liegt dem Winkel gegenüber und die beiden anderen Seiten sind gegeben. Das heißt, man kann es mit dem Kosinussatz bestimmen. Und wenn ich das ausgefüllt oder ausgerechnet dann hier oben einsetze, erhalte ich diese Formel, muss auf beiden Seiten mal 5 cm, weil wir ja das nach Phi auflösen wollen, dann den inversen Sinus noch nehmen und wir erhalten einen Winkel. Wenn man natürlich 180 Grad minus den Winkel rechnet, wird man einen zweiten erhalten, aber der ist in dem Fall natürlich hinfällig, weil völlig klar ist, dass das nicht 147,65 Grad sein können. Die 3, 4, da sollen wir jetzt rechnerisch den Flächeninhalt bestimmen. Beim Trapez wissen wir ja, dass die Seite hier unten plus die Seite hier oben mal 0,5 mal die Höhe gibt. Was haben wir alles? BC haben wir, aber wir haben diese Strecke hier oben nicht. Und wir sollen sie jetzt in Abhängigkeit berechnen. Immer gucken, in Abhängigkeit oder soll man sie speziell berechnen? In dem Fall in Abhängigkeit, dann wäre nämlich auch ganz geschickt, jetzt hier ein X hinzuschreiben, damit wir wissen, wo ist eigentlich unsere abhängige Strecke. Und die ist DRN, also hier das X dann quasi markieren. PNQN müssen wir noch berechnen. Die Höhe haben wir nämlich, das ist nämlich die Seite X. Und die Seite 12 hatten wir, wie ich vorhin schon gesagt habe, auch. PNQN berechnen ist jetzt hier der Knackpunkt. Wirklich schwer. Denn wie komme ich da drauf? Ich habe ja hier keine Winkel und irgendwie rechtwinklige Dreiecke reinzusetzen wird auch etwas schwieriger. Nein, das Signal wäre eigentlich hier schon bei den Parallelen gewesen. Ihr habt nämlich bei der Aufgabe 3.3 gesehen, dass da Parallelstriche zwischen den Seiten BC und PNQN ist. Das ist immer das Signal, dass wir hier mal nach vier Streckensätzen gucken können, also ein Dreieck im Dreieck. Und tatsächlich mit der Spitze S haben wir hier ein Dreieck, wo das andere Dreieck SPQ drin liegt. Und parallel sind sie sowieso. Das heißt, wir können hier vier Streckensätze anwenden. Gegeben haben wir die Strecke BC und suchen die dazu
passende Seite PNQN. Nur haben wir keine Außenseiten, die können wir nicht verwenden, also SQ oder SC bringt uns hier nichts, aber wir können ja auch die Höhen dazu gleichsetzen. Also, ich habe das jetzt mal so gemacht. Die Seite 12 BC zur Höhe DS, also quasi im großen Dreieck, die Grundseite und die Höhe, verhält sich wie die Grundseite zur Höhe im Kleinen. Und die Höhe im Kleinen ist quasi die lange Seite minus die x, der x-Wert hier. Also ich muss ja nur 10,44 minus x rechnen und schon habe ich die Höhe. Und jetzt kann ich nach PNQN auflösen, also quasi mal 10,44 minus x auf beiden Seiten. Da das ein Term ist, muss ich es in Klammern setzen. Dann kann ich das mit dem rechnen und das mit dem. Das kann euer Taschenrechner. Und dann erhalte ich die PNQN in Abhängigkeit von x. Das setze ich oben in die Formel ein. Also 0,5 und dann diesen Wert da hinten. Und dann muss ich hier ausmultiplizieren. Also, jetzt ist das im Schnellverfahren gemacht, aber ich mache es mal nochmal kurz langsam. Das 12 plus 12 fasst man natürlich zusammen. Dann ist 0,5 mal 24 gibt 12. Das Ganze nochmal x gibt 12x. Hier haben wir wieder 0,5 mal minus 1,15x mal x. Das ergibt minus 0,58x Quadrat. Man hätte auch das x hier vorne hinschreiben können und dann ausmultiplizieren. Hier muss man einfach gut Termumformungen machen können. Und dann haben wir den Flächeninhalt tatsächlich in Abhängigkeit bestimmt. Bei der Aufgabe 3,5 sollen wir jetzt diese Pyramide BCQPA bestimmen. BCQP und A als Spitze. Hat man eigentlich ziemlich schnell, weil das Trapez ja schon war. Das heißt, man muss nur eigentlich diese Eckpunkte mit A verbinden. Und da sollen wir das Volumen dieser Pyramiden in Abhängigkeit berechnen. Na, die Grundfläche haben wir ja gerade eben berechnet in Abhängigkeit. Das heißt, das Einzige, was wir noch brauchen, ist AH. Da stand ja drin, dass das die Höhe ist. Und Höhe heißt ja immer senkrecht runter, auf die Strecke DS. Und wenn wir wissen, dass das senkrecht ist, muss hier ein rechter Winkel sein. Das heißt, wir können diese Strecke HA mit dem Sinus von der Seite und dann Gegenkathete durch Hypotenuse. AH ist die Gegenkathete, die gesuchte. Hypotenuse ist 9 aus der Angabe. Und dann können wir das nach AH auflösen. Dieses AH wird hier oben eingesetzt und dann wird ausmultipliziert. Wieder wie oben. Ein Drittel mal 12x mal 8,62 und minus ein Drittel mal dem mal dem. Und dann komme ich auf die abhängige Volumenformel und damit auch schon erledigt. Das sind schnelle 3 Punkte. Man muss sich aber trotzdem halt ein bisschen Mühe geben und genau gucken, wie man auf die einzelnen Größen kommen. Natürlich immer zuerst den Ansatz hinschreiben und am besten das eben bereits mit Seiten oder mit Punkten von Strecken eingesetzt, die wir schon haben oder die wir dafür eben brauchen. 3,6. Das Volumen einer dieser Pyramiden ist halb so groß wie das Volumen der Pyramide ABCS. Was wir hier noch nicht haben, ist das Volumen der Pyramide ABCS. Das habe ich jetzt hier mal gemacht. Ein Drittel und die Grundseite von ABC ist ein halb mal g mal h. Also 0,5 mal 12 mal 9 und die Höhe dazu ist 10. Ist ziemlich schnell gerechnet. Bei so einer Aufgabe wird man sagen, Mensch, ich blick's überhaupt nicht, aber man berechnet erstmal diese Größen, die gesucht sind, in dem Fall das Volumen von ABCS. Dann heißt es ja, dass dieses Volumen, also das gesuchte Volumen, halb so groß ist wie das Volumen der Pyramide ABCDS. Halb so groß heißt, ich muss es durch 2 teilen. Und das Volumen von vorher in Abhängigkeit muss jetzt genauso groß sein wie eben die Hälfte von diesem ABCS. Also kann ich eine Gleichung aufstellen. Das läuft auch immer gleich. Man nimmt einfach eine Berechnung, setzt es mit was anderem gleich, löst es nach 0 auf, weil dann ich nämlich die x1,2-Formel anwenden kann. Aufpassen hier, ich hätte jetzt falsch sortiert. Dieser Term muss natürlich dann noch nach links, denn das ist ja mein a-Wert vor dem x-Quadrat. Aufpassen, das habe ich hier als Falle gestellt. Nicht das erste ist das a, sondern das, was vor dem x-Quadrat steht. Das muss ich berücksichtigen. Und jetzt tue ich halt meine b's einsetzen hier, meine a's einsetzen hier und hier. Und dann tue ich noch mein c einsetzen hier hinten. Und als Tipp, das Ganze kann man natürlich auch mit dem Taschenrechner machen. Ich gebe das mal hier mit dran. Second F Tool auf Polynom. Zweiten Grades und dann kann man ABC eingeben. A ist in dem Fall minus 1,67, B ist 34,48 und C ist minus 90. Dauert jetzt ein bisschen, deswegen haben wir ein längeres Video,
auf Exe und ich erhalte meine zwei Werte, 3,06. Es heißt ja hier, es gibt nur einen Wert, also man soll nur einen Wert berechnen. Da müssen wir wieder schauen, in welchen Bereichen dürfte denn überhaupt mein x sein. Und das steht bei der Aufgabe 3,3. Es darf nämlich nicht größer sein wie 10,44, weil es ja auf der Strecke ds liegen muss. Und damit fällt der zweite Wert raus. Und das ist fast immer so bei diesen Aufgaben. Ups, bin jetzt eins zu weit gerutscht. Es gibt am Schluss zwar zwei Ergebnisse, aber nur eines kommt meistens in Frage. Sonst wird dran stehen, welche Werte kommen, berechnet die Werte von x. Dadurch, dass eben hier nur ein Wert gibt, lassen wir den hier vorne stehen. Den tun wir jetzt entweder weg, einklammern oder weg. Gut, und das war's zu der Abschlussprüfung. Mit den Tricks und mit den Tipps sollte man hier eigentlich weit kommen. Was man hier merkt bei den Aufgaben, es gibt zwischendrin immer eine Aufgabe, wo man viel lesen muss und wo es schwer zum Verstehen ist. Die gibt aber wenig Punkte. Allein die Zeichnung würde reichen und hinten raus kann man wieder sehr schnell und gut Punkte holen.